Unsere Plakate sind am besten zu sehen, das muss man ganz klar sagen. So, liebe Hildesheimer Bürger, liebe Deutsche und auch diejenigen hier mit Migrationshintergrund, die sich hier eingefunden haben, um der Kundgebung der Nationaldemokraten zu folgen. Liebe Hildesheimer, ich freue mich jetzt, euch einen besonderen Gast vorstellen zu dürfen. Heute auf seiner ersten Station an Bord des Flaggschiffes. Es spricht jetzt der Spitzenkandidat der niedersächsischen NPD zur Landtagswahl, Adolf Dammann. Auf dem Kopf die Narrenkappe, den Leib im Büßerhemd und darunter die Spendierhose. Durch Grundgesetzänderung dürfen wir mittlerweile ja die noch im Golfkrieg von uns mit Milliarden Steuergeldern bezahlte Munition der Amis weltweit selber verschießen. Welch emanzipatorischer Fortschritt, kann ich da nur sagen. Die Deutschen von heute sollen nicht nur Milchkuh, sondern möglichst auch Kampfstier sein, Rindviecher eben, rundherum. Fasst man alles zusammen, was in letzter Zeit unter dem qualligen Motto Kampf gegen Rechts verlautbart wurde, so eröffnet sich teilweise ein erschreckender Blick auf die Anfangssymptome totalitärer Denkweisen. Demokratie, verehrte Zuhörer, lebt von Rede und Gegenrede, von Zuhören können, von der Herausarbeitung der Zusammenhänge von Ursache und Wirkung, von der Toleranz gegenüber anderen Meinungen. All dies scheint inzwischen tendenziell außer Kraft gesetzt zu sein. Liebe Landsleute von Hildesheim, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zaungäste, vor mir hier, die wohl den Auftrag haben, die Wahrheit tot zu brüllen, zumindest den Versuch zu machen, dass die Wahrheit hier in Hildesheim nicht an das Ohr des normalen Bürgers dringen darf. Aber meine lieben Freunde der Linken und der anderen Blockparteien und ihre fetten Hunde, die sie ja heute Morgen hier von der Leine gelassen wurden, die Wirklichkeit kann man halt nicht durch Geschrei, durch Lügen, durch Paragraphen und Polizeiwillkür außer Kraft setzen. Die Wahrheit hat eine Qualität, die sich halt nur temporär unterdrücken lässt. Sie bricht sich immer wieder.
wieder Bahn in den Lebensverhältnissen der Menschen, auch hier in Hildesheim. Euer Tiller-Pfeifen-Konzert ist nett anzuhören. Verschafft es uns doch jene Aufmerksamkeit, die wir mit einem kleinen Wahlbudget von wenigen 100.000 Euro so dringend nötig haben. So, liebe Hannoveraner, jetzt ist es soweit. Jetzt könnt ihr euch ungefiltert ein Bild von der einzigen nationalen Opposition hier in Deutschland machen. Die Opposition, die sich für Volk und Vaterland einsetzt und gegen den Roten Pöbel Flagge zeigt. Hallo Hannover! Leinwand hat uns die Stadt Hannover aus unserer Sicht rechtswidrigerweise auch hier in dieser Stadt nur eine Stunde für unsere Kundgebung, für unsere Wahrnehmung des auch für uns geltenden Versammlungsrechts zugestanden. Wir sind deshalb gezwungen, unser Programm hier für euch, wo ihr doch alle so zahlreich erschienen seid, um uns zuzuhören, in abgespeckter Version vorzutragen. Ich bin mir aber sicher, dass das der Sache keinen Abbruch tun wird. So, Hannover, das war bislang ja noch aussichtlich schwach von euch. Was ist denn da los? Seid ihr schon alle nach Hause gefahren? Na los! Also jetzt haben wir als nächsten Redner für euch den Fraktionsvorsitzenden der Nationaldemokraten in Mecklenburg und Vorpommern. Und von daher möchte ich jetzt, dass ihr mal euch so richtig ins Zeug legt, einen gebührenden Applaus für den Fraktionsvorsitzenden Udo Passaus! Liebe Landsleute, es freut mich außerordentlich, dass ich heute hier mit einem so großen Bahnhof begrüßt werde. Umso mehr, als dass ich ganz genau weiß, was ja alle, die uns hier beim Begrüßungskomitee erwartet haben, sehr gute, tolerante Demokraten sind und dass immer die Meinung des anderen respektiert wird. So, wie sie das ja auf ihren Wahlplakaten und Zetteln immer propagieren. Was sie hier abziehen, ist der billige Versuch, die real existierenden Lebensverhältnisse in dieser Bundesrepublik Deutschland mit eurem Geschrei und mit ihrer Propaganda ganz einfach zu übertönen. Sie sind Opfer einer Propaganda, die von dem BRD-System in Form der Systemparteien mit Milliardenetats jede Legislatur auf die Wählerschaft abregnet. Wer vor wenigen Jahren bis zum Fall der Mauer, war es der Fall, noch den Frieden in Freiheit wollte, war ein Kriegstreiber. Wer die Zuwanderung aus aller Welt heute begrenzen will, ist ein Faschist und Ausländerfeind. So einfach ist inzwischen das Strickmuster. Dass die Leute nur durch also ganz natürliche Forderungen raus aus dem Euro und raus aus der EU so in Rage geraten, zeigt die ganze Krankheit und zeigt die Todesverliebtheit dieser Leute einzigartig. Nur die NPD vertritt den Willen des Volkes. Lassen Sie sich kein schlechtes Gewissen einreden. Seien Sie mutig und wählen Sie zur Landtagswahl Nationaldemokraten.